Hallo meine lieben Freunde, heute ist das sechste Tierkreiszeichen im astrologischen Horoskop, die Jungfrau, an der Reihe. Die Jungfrau ist organisationsliebend, arbeitsam, bescheiden, ehrlich, intelligent und klug. Ihre Schwächen sind Ängstlichkeit, kleinlich, jedoch kritisch, zurückhaltend und zuverlässig. Ihr Lebensmotto ist: meine Arbeit, der Alltag und ich. Wie tickt die Jungfrau und was ist typisch für sie? Merkur regiert die anspruchsvolle Jungfrau. Sie denkt über Gott und die Welt nach und sieht ihre Umwelt sehr, sehr kritisch. Leistung und Erfolg sind ihre Faszination. Mit viel Einsatz will sie nach oben, jedoch nicht um jeden Preis. Mit gezielter Zunge und Verstand geht sie ihren Weg und neigt niemals zum Risiko. Überschaubar und sicher gestaltet sie ihre Angelegenheiten. Dabei sind ihr Pünktlichkeit und Klarheit für ihre Gegebenheiten sehr wichtig. Als absoluter Zweckmensch bewegt sie sich am liebsten im Hintergrund. Dafür sorgt schon der Merkur. Die typische Jungfrau ist für jeden Kompromiss zu haben. Kommt sie in den Genuss einer Anerkennung, spornt sie das zu noch höheren Leistungen an. In der Liebe ist die Jungfrau sehr anspruchsvoll, wie kaum ein anderes Sternzeichen. Auf Niveau, Anstand und Bildung legt sie großen Wert. Hat sie sich erst einmal gebunden, ist sie zuverlässig und loyal und geprägt von vornehmer Zurückhaltung. Das Sprichwort "stille Wasser sind tief" dringt absolut ins Schwarze. Es ist nicht so leicht, hinter ihre so cool erscheinende Fassade zu schauen. So ist sie die geborene Realistin und hat ihr Leben stets im Griff. Darüber hinaus besitzt sie ein unglaubliches Organisationstalent. Familie, Freunde und Job bekommt sie unter einen Hut und hat dann sogar noch Zeit zu entspannen. Eigentlich schafft sie alles. Unvorhergesehene Ereignisse bringen die sonst so beherrschte Jungfrau schon aus der Fassung. Dann liebt sie eine starke Schulter, an der sie sich anlehnen kann und die ihr Sicherheit gibt. Das ist der Charakter und Typ der Jungfrau. Das nächste Sternzeichen ist die Waage. Bis dahin, herzlichst eure Deria.